Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Rogue. Ja, wir befinden uns immer noch hier bei Abstergo Entertainment in der realen Welt. Jedenfalls in der realen Welt im Spiel. Ja, wir sollen uns jetzt wieder in den Animus begeben. Doch, ich würde sagen, vielleicht findet sich ja noch der eine oder andere Computer, den wir vielleicht noch reparieren können. Den hier zum Beispiel nicht. Den auch nicht. So, oh, hier will man nicht weiterkommen. Hier ist auch kein Computer, hä? Nee. Den haben wir auch schon gehackt. Was sieht denn da? Tablet-Dokument. Ja, und das sind wieder so Sachen, die ich jetzt nicht vorlesen werde. Die könnt ihr euch gern vorlesen und einfach mal auf Pause drücken, wenn ich hier langsam herunterscrolle. Anno Dorion. Ja, und hier geht es anscheinend um den Protagonisten aus Assassin's Creed Unity, was ich später auch noch spielen werde. Auch cool, dass man hier schon Hinweise drauf findet. Ah, also muss man hier auch noch solche Tablets sammeln. So wie es aussieht. Haben wir vielleicht noch einen PC, den man nicht... Ah, noch ein Tablet. Oh, das ist ja sehr kurz. Den Computer hier haben wir, scheint nichts zu sein. Und das haben wir auch schon. Warte mal. Der Computer sieht aber verdächtig aus. So stimmt es nämlich. Damit haben wir den Kern wieder mal repariert. Infolge der großen Reinigung von 2000 wurde William Miles de facto Anführer der Assassinen. Ein listiger, skrupelloser Stratege. Er hat viele Agenten ausgebildet, die Abstergo infiltriert haben. Unter anderem Clay Kaczmarek und Lucy Stillman. Ende 2012 habe ich William Miles in Kairo geschnappt und an Warren Wiedig in Rom übergeben. Miles' Sohn Desmond griff Abstergo an, tötete Wiedig und Meistertempler Daniel Cross. Er floh in einen Tempel der ersten Zivilisation in New York. Am 21. Dezember wurde Desmond Miles in einem Vorläuferbauwerk ermordet. Ein trauernder William Miles ging in den Untergrund und überließ die Bruderschaft Gavin Banks. Banks führte ein kleines Team in der ganzen Welt und versuchte, Assassinenzellen aufzubauen. Er wurde in Kyoto, Moskau und Paris gesichtet. Miles tauchte Ende 2013 wieder auf. Und wir wissen, dass er an der Infiltration von Abstergo Entertainment Montreal durch die Assassinen Sean Hastings und Rebecca Crane beteiligt war. Sowohl Miles als auch Banks sind verschwunden. Agentin Da Costa hat den Akashic-Satelliten Plexus angewiesen, den Planeten nach Assassinenaktivitäten abzutasten. Wir müssen sie nur noch finden. Ist schon erschreckend, wie viel die wissen. Zum Beispiel, dass Desmond ermordet wurde, ist ja, eigentlich nicht. Der wurde ja eigentlich nicht ermordet, der hat sich für die Menschheit geopfert. Das scheint nur keiner wirklich so zu wissen.
Okay, wir können uns jetzt hier noch kurz umschauen. Ja, und das sind eben auch alles an Charaktere gewesen, die man aus den Vorgänger Assassin's Creed Teilen alle ja kennen sollte. Was hier alles rumliegt. Gibt's hier keine Putzfrauen? Soll ich das alles auch noch alles wegräumen? Ich weiß ja nicht. Ach, das ist unser. Ja, zu dem wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Ich glaube, es groß finden werden wir jetzt hier eh nichts mehr. Und hier waren wir schon, hier kommen wir eh nicht weiter. Also was soll's. Jetzt müssen wir mal wieder in den Animus. Haben jetzt eigentlich genug herumgestöbert. Weiter geht's. Erfolg freigeschaltet. Er ist nicht tot, oder? Jetzt geht's hier weiter. Nach dem Sturz, so wie es aussieht. Wer hat uns hier gefunden? Die Assassinen? Oder die Templer? Oh, jemand ganz anderes. Man weiß es nicht. Wenn ich sage, das ist der verrückteste Mist, den ich je gesehen habe, wäre das die überflüssigste Aussage aller Zeiten? Shay hatte einige ziemlich traumatische Erlebnisse. Okay, die zweitüberflüssigste aller Zeiten. Erkunde diese Erinnerungen weiter. Das Beste kommt noch. Dann freue ich mich. Ich finde es bisher überhaupt nicht überflüssig. New York, Juni 1756. Ich meine, so wird ja auch die Assassinengilde mal aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Schön, dass es euch besser geht. Danke. Mr. Finnegan, oder? Heilige Jungfrau Maria. Haben wir etwa den Dorftrottel erwischt? Barry! Erinnert euch, Shay. Ich bin Cassidy und das ist... Barry! Ihr wart wochenlang krank. Ich wollte nicht zur Last fallen. Schau, er ist ein zivilisierter Bursche. Ei, für einen trottligen Deckschrubber. Bestimmt völlig besoffen von Bord gefallen. Barry? Er hat recht. Naja, so ähnlich. Was wollt ihr alle? Was ist da los? Ey, in dem Zustand kannst du es nicht versuchen, hier irgendwen zu retten. Es geht einfach nicht. Oh shit. Was habt ihr denn hier zu suchen? Halt dich da raus, du Idiot! Das wollte ich auch, aber. Jetzt nehme ich es persönlich. Ei, Scheiße. Ja. So schlecht kann es ihm ja nicht gehen, wenn er solche Aktionen durchführen kann. Und kommt ja nicht wieder! In jungen Jahren hätte ich die allein erledigt. Eigentlich. Warum werdet ihr belästigt? Oh, das Übliche. Sie glauben, sie verdienen Geld, wenn sie uns friedlichen Bürger nichts tun. Hört meine Worte. Diese Banden sind der Untergang unserer Stadt. Wartet, ich habe etwas für euch. Ein paar Klamotten wären nicht schlecht. Ich will nicht, dass ihr völlig splitternackt herumlauft. Hier, probiert mal. Von unserem Sohn. Ich vermute, wenn ihr auf Streit aus seid, könnte euch das helfen. Vielen Dank. Die Frage ist, wer war ihr Sohn? Ich sehe einen vollendeten Gentleman. Cass! Trug ich ein Buch bei mir? Nur diese seltsamen Waffen. Ich danke euch. Jetzt entschuldigt mich. Dann
liegt das Manuskript auf dem Grund des Atlantiks. Ist ja auch gut. Oder? Was? Vom Rauch nicht entkommen lassen. Wie meinen die das, vom Rauch nicht entkommen lassen? Gegen die Finnegans. Ich gar nichts. Mein Boss hat mich geschickt. Ah, und wo finde ich den? Ganz einfach. Aus dem Hof des Gebäudes steigt Tag und Nacht schwarzer Rauch auf. Okay, das Hauptquartier der Bande übernehmen. Aha. Scheinbar stecken die Assassinen dahinter. Mann, dass sie sowas machen. Bandenführer verstecken sich und versuchen einem aufzulauern, aber man kann ihre Angriffe kontern. Achten Sie auf Geflüster, was die Anwesenheit eines in der Nähe versteckten Anführers anzeigt. Benutzen Sie Adlerauge und machen Sie die Schleicher mit dem Gefahrenkompass ausfindig. Der Kompass füllt sich umso mehr, je näher Sie dem Ziel kommen. Okay. Das wird ja richtig interessant. Scheint aber auch jemand hinter mir her zu sein, so wie es aussieht. Jetzt nicht mehr. Nicht schon wieder. So, was ist jetzt? Yeah.
Okay. Und was ist wohl mit diesem Lager? Krass, und sowas kennt man ja schon aus dem Vorgänger. Also das kennt man vor allem aus Assassin's Creed Brotherhood und Revelations. Da hat man ja auch die gegnerischen Stützpunkte eingenommen und konnte somit mehr von der Karte sehen. Ist krass. Hier gibt es jetzt eine Bank. Okay. Alter. Gibt es ja hier wieder jede Menge Zeug. Das wird bei Rauch helfen. Ganz ruhig, Master Cormac. Wir sind Freunde. Die Finnegans waren besorgt, ihr würdet selbst aktiv werden. Ich bin Colonel George Monroe. Colonel? Ich kam zu helfen, aber wie ich sehe, zu spät. Danke für eure Hilfe mit diesem üblen Gesindel. Eine Seuche in New York. Was schert es euch? Ihr Rotröcke seid doch nichts anderes als Gutsherren. Das Stadtvolk hier muss hart schuften, um einigermaßen zu überleben. Eure Meinung kann ich euch nicht übel nehmen. Einige meiner Standesgenossen waren wenig hilfreich. Aber ich folge einem anderen Plan. Und der dann wäre? Mich kümmern. Ich wünsche, dass die Kolonisten sicher und erfolgreich sind. Noble Worte. Vielleicht werden euch ja Taten überzeugen, Master Cormac. Hier, nehmt das Diebesgut. Wo nehme ich das? Jetzt lasst uns das Geld zum Wohl der Stadt einsetzen. Ich weiß, ihr habt keinen Grund, mir zu vertrauen, Master Cormac. Ihr sagt, ihr seid ein Freund der Finnegans. Bin ich. Ihr Ältester arbeitet für mich. Wie ähnelt euch. Wie das? Fürsorge. Er wollte den Leuten Gutes tun. Wir teilten einen Traum, er und ich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Überleben allein reicht nicht. Voller Bauch, warme Kleidung, Freiheit von dem, was die größte Freiheit überhaupt ist. Ihr scheint gegenüber den Menschen, die ihr regiert, wohlgesonnen zu sein. Ich regiere nicht, Master Cormac. Ich unterstütze nur. Pledges his support to the brave colonies fighting against the French and their native allies. Seht ihr das verwahrloste Gebäude, Master Cormac? Wir können es erneuern. Stadterneuerung ist eine Wissenschaft, deren Wert sich auf dem Kontinent bereits erwiesen hat. Ich habe ein paar Materialien beschafft. Verschönert damit das Gebäude. Okay, Renovierungen sind eine bedeutende Quelle für Einkünfte. Sie müssen sich die nötigen Rohstoffe beschaffen, bevor sie ausführen können. Okay. Dann probieren wir das doch mal. Das will ja eigentlich direkt alles in Schiff investieren. Ganz ehrlich. Das Gebäude renovieren. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Welch gutes Werk. Das Viertel wird dadurch gleich besser. New York wird unter eurer Aufsicht sicher erblühen, Master Cormac. Ihr könnt Großes für Stadt und Bürger erreichen. Letztendlich braucht jedermann ein Ziel. Gehabt euch wohl, Master Cormac. Krass, haben wir mal voll synchronisiert, ohne dass ich das hier zum Beispiel gelesen habe. Ja, und ich finde, es ist eine Einstiegsmission jetzt, was so jetzt auf uns wartet, als Nicht-Assassine. Ja, werde ich es einfach mal, es gefällt mir richtig gut. Kann man ja mal machen. Ja. Und der hier ist wahrscheinlich ein Templer. Der Colonel behandelt mich als ehrenwerten Mann. Jemanden, der das Gute will. Er mag recht haben. Nach allem, was geschehen ist. Allem, was ich tat. Vergangenes ist nicht zu ändern. Aber vielleicht liegt hier meine Zukunft. Und vielleicht
Nur vielleicht kann ich diesmal das Richtige tun. Ich sollte zurück zu den Finnegans und sie beruhigen. Zunächst können wir uns ja erstmal ein bisschen umschauen hier. Beziehungsweise können wir uns in der nächsten Folge umschauen. Bis dahin. Ja, jetzt sind wir wieder aufgewacht in der Haut von Shay Patrick Cormac. Und zwar nicht mehr als Assassine. Ja, uns hat es ja übel erwischt. Dort beim Stützpunkt der Assassinen bei der Davenport-Siedlung sind wir abgestürzt nach einem, wahrscheinlich nicht ganz so tödlichen Schuss. Hat es der gute Shay Patrick Cormac ja doch überstanden. Und ja, ist nun in New York aufgewacht und scheint wieder gesund gepflegt worden zu sein. Und jetzt, ja, ist es unsere Aufgabe, anscheinend den Templar zu helfen. Auf jeden Fall nicht mehr für die Assassinen. Und wie sich das alles noch so entwickeln wird, das sehen wir dann wahrscheinlich erst in den nächsten Folgen. Doch bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.